Hallo, guten Tag. Mein Name ist Christian Littloff und ich lese heute für Sie im Rahmen der Berliner Manuskripte 2021. Ich lese aus Nie mehr Zeit, das Jahr des Abschieds von meinen Eltern, im Herbstprogramm des Berlin Verlags erschienen. Es ist ein autobiografischer Roman, ein autofiktionaler Text über das Jahr, in dem meine Eltern gestorben sind, in kurzer Folge nacheinander, 2018. In dem Jahr ist auch mein Debütroman, Das Weiße Schloss, erschienen. Und insofern ist es ein Buch über das Sterben meiner Eltern, über Trauerprozesse, eine sich verändernde Innerlichkeit, aber auch über das Schreiben und das Lesen selbst. Und genau, daraus lese ich jetzt vor. Das Telefon klingelte zu früh. Man weiß, dass man gemeint ist, auf eine bisher ungekannte Art vom Tod berührt. Man spürt es am ganzen Körper, im Außen und Innen. Wenn die Eltern sterben allemal, dann vibriert jede der Zellen, die aus zwei Einzelnen hervorgegangen ist. Ich schlug die Augen auf. Es war bereits hell, wenn auch noch nicht lange. Kurze Orientierung. Wochentags etwas nach 8. Neben mir lag C. Auf dem Display die Nummer, die ich niemals vergaß. Irgendwann hatte ich den Kontaktnamen zu Hause in Mama und Papa geändert. Das ging mir durch den Kopf, noch während das Telefon klingelte. Hallo? Guten Morgen, mein Krischi. Meine Mutter klang wackelig, aber gefasst, dabei seltsam offiziell. Sie atmete falsch. Papa ist heute Morgen friedlich eingeschlafen. Ach, Mama. Der Blick von C. zeigte mir später dann, was eigentlich passiert war. Zwischen unseren Augen ein elektrischer Fluss. Ich erkannte den Schock in meinem Gesicht in der Art, wie sie mich ansah. Ich nahm die Traurigkeit aus ihren Augen in meine auf. Sie wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel und führte den Finger an mein Gesicht, platzierte die Träne. Ich kniete mich vor das Bett und legte den Kopf auf die Matratze. Sie strich mir durch die Haare und ich schämte mich, dass sie nun unter dem Druck stand, tröstende Worte zu finden. Ich jammerte. Ich artikulierte laut und rund mit großen Vokalen, in deren Öffnungen ich lief, wie in einen dunklen Tunnel, fiel wie in ein Loch. Ich sagte nur einen Satz. Ich will das nicht so. Bevor ich nach Hamburg fuhr, gingen wir noch zusammen über das Tempelhofer Feld, Februarschlendern, das krächzende Kanto der Krähen. C. buchte mir ein Zugticket, weil meine Finger zitterten. Wir sagten nicht viel. Ich hatte das Gefühl, dass mein Sprechen mich in eine Hoffnung führen wollte, die ich gar nicht spürte. Bevor ich ging, zog sie mich zu sich, küsste mich und drückte mir eine Brotdose in die Hand. Du wirst Hunger bekommen. Jetzt wollen es alle wissen. Seitdem mein Vater gestorben ist, werde ich häufig gefragt, wie er war. Als er noch lebte, fragte mich das niemand. Als sei sein Leben eine Glühbirne, die erst mit dem Tod in ihre Fassung geschraubt werden und leuchten kann. Deshalb habe ich eine Liste mit Eigenschaften erstellt, die ihn beschreiben. Mein Vater war lieb. Mein Vater war vorsichtig. Mein Vater hieß Hans-Jürgen. Mein Vater lud alle dazu ein, ihn Hansi zu nennen, aber nur, wenn seine Frau nicht dabei war. Mein Vater war einfach. Mein Vater liebte Fußball, mein Vater liebte mich. Meinen Vater machte es stolz, wenn ich etwas erreichte, das er verstand. Mein Vater machte es stolz, wenn ich etwas erreichte, das er nicht verstand. Mein Vater liebte meine Mutter. Mein Vater war traurig darüber, dass es meiner Mutter oft schlecht ging. Mein Vater hat den Gartenzaun jährlich gestrichen. Mein Vater hat das jährliche Streichen des Zaunes als Versteck genutzt. Mein Vater verdrehte alle italienischen Nudelnamen, um meine Mutter zu ärgern. Knochis, Spaghetti, Fossilien.
Mein Vater hat mir nie gesagt, dass er mich liebt. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Mein Vater hat mir sehr oft gesagt, dass sein CD-Gerät ganz toll sei, denn es sei gleichzeitig CD-Player und CD-Rekorder. Mein Vater hat nie eine CD damit aufgenommen. Mein Vater hatte Prostatakrebs, als ich 16 war, hatte Blasenkrebs, als ich 23 und als ich 27 war. Mein Vater nannte seinen Urologen Pimmelarzt. Mein Vater nannte Espresso Expresso. Mein Vater liebte seinen Tütenexpresso. Mein Vater hat all die Prospekte über 5 Jahre in einem Ringordner archiviert und konnte voraussagen, wann der nächste Laptop oder die nächste Gartenschere im Angebot sein würde, auf 2 Kalenderwochen genau. Mein Vater mochte lachsfarbene Rosen. Mein Vater ist in einem Ruheforst beerdigt, auf einer kleinen Plakette, angebracht auf einem liegenden, aufgesägten Baumstamm steht Hansi Dittloff. Vielen Dank.